Hallihallo, schauen wir mal, ob dieses Gezitter wieder dabei ist. Mal wackeln, wackeln, wackeln. Ich hoffe nicht. So, Leute. Leider schon nach 4. Aber so ist es halt, wenn man beim Arbeiten ist. Ich bin jetzt hier am Überlegen, in welcher Neigung ich hier die Latten hinmache, wie lange ich hier hinten den Überstand mache. Und ja, auf alle Fälle lasse ich sie hier aufliegen. Ja, und dann schauen wir mal, so dass man halt hier definitiv noch sauber durchgehen kann. Und ja, dann werde ich einfach die Dinge absägen. In der Mitte kann es passieren, dass es sich das Dach dann ein bisschen durchbiegt. Da habe ich noch keine wirkliche Lösung gefunden, außer Stütze mitten. Naja, aber ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Naja, ich werde jetzt die Schräglatten irgendwie ausmessen, wie hoch ich die mache und so. Und ja, dann sehen wir einfach weiter. So, der letzte Satz hatte ich 2 cm tiefer, aber dann habe ich festgestellt, dass es dann hinten zu tief ist, weil da einfach der Weg schon wieder etwas höher ist. Ja, also habe ich es nochmal ein bisschen hochgesetzt. So ist jetzt das Endergebnis. Ja, ich werde jetzt noch weitere Löcher vorbohren und es dann noch zusätzlich verspaxen, wie gehabt. Also dass das halt schön fett und fest angespaxt ist. Beidseitig. Ja, und hier habe ich jeweils innen und außen, einfach damit ich eine saubere Doppelauflage habe. Und die Leiste gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber jetzt ist er schon dran und bleibt dran. Na scheiße. Naja. Und drüben dasselbe Spiel. Gut, weiter geht's. So, also bis hierher geht's jetzt. Schneide ich ab. Ja, das sollte eigentlich gerade sein, laut Wasserwaage. Ich säge die jetzt alle ab, alle 4 Latten. Und dann oben die Dinger auch noch. Ich hoffe, dass ich das halbwegs mit meiner Säbelsäge ja soweit gerade hinbekomme. Ja, ich lege mal los. So, Leute, so schlecht sieht es gar nicht aus. Ich habe es oben aber auch noch ein bisschen abgeschliffen. Und ja, jetzt spackse ich die Platten da drauf. Ob mir da 4 Stück reichen, mit der da vorne, die eh total krumm ist. Ich glaube, ich hole noch welche. Naja. Aber, was soll ich sagen, es wird. Drüben sind die 3 Latten schon fest. Hier die vordere vorne. Und die 2 muss ich noch festschrauben. Bohren, vorbohren, schrauben. Dann werde ich wahrscheinlich die Latte kleiner rausschrauben und werde sie hier in die Mitte neu setzen. Ey, dann sollte es doch reichen. Dann sollte es doch hoffentlich reichen. Jo. Mache ich jetzt noch, wenn es noch hell bleibt so lange. 2 Stunden gehen so schnell rum, jetzt haben wir schon wieder 6. Aber ich bin mit meinem Rohbau vom Tomatenhäuschen fertig. Yeah. Nächster Schritt ist eigentlich nur noch das Anmauler und dann, wenn es soweit ist, eben noch die Beplankung außenrum. Also mir gefällt es sehr gut. Warum baue ich ein Tomatenhäuschen? Da war ja ein ellenlanges Kommentar und darauf möchte ich jetzt direkt antworten. Also ich finde es ja in Ordnung, wenn solche Kommentare kommen. Habe ich was zum Labern. Ja, warum baue ich ein Tomatenhäuschen? Erstens, weil ich es kann. Zweitens, weil ich es will. Und drittens, meines Erachtens nach brauchen das die Tomaten definitiv. Da wachsen sie schöner. Natürlich kann man sie auch, Tomaten auch im Freiland hochziehen und. Aber du hast ja selber geschrieben, dass da viele, viele aufgeplatzt sind. Ja, und wir wollen sie lieber schön haben, ernten und ja, essen. Genau. Deswegen
Tomatenhäuschen. Warum auch nicht? Oh, ja. Ist meine persönliche Meinung dazu. Und lach nicht, ich werde auch noch für die Gurken was bauen. Ich weiß bloß noch nicht wohin. Aber das könnte mobil werden. Weil Gurken sollen wir ja nicht am selben Standort ziehen. Nach dem, was ich da gelesen habe. Aber wenn man frische Erde immer reintut und so, sollte das doch eigentlich auch funktionieren. Mein Vater hat seit Jahren immer im Gewächshaus an derselben Stelle die Gurken und die wachsen wie blöd. Aber jetzt schauen wir uns noch das fertige Grundgerüst an. Also so sieht's aus. Wir haben jetzt die 4 Latten definitiv ausgereicht. Wunderbar. Wie gesagt, komplettes Dach. Seiten zu, hinten weiß ich nicht, wie weit dann das Material noch ausreicht. Boah. Naja, und so weit durchhängen wird es dann auch nicht. Hoffe ich. Oder ich spack's hier noch was hin. Ja, ob es das bringt. So hoch kann noch mal was. Aber nee. Das bringt es glaube ich auch nicht. Nee, lass ich so. Bin ich zufrieden, gefällt mir sehr gut. Man kann hier einmal frei noch vorbeigehen. Ich streife nicht einmal mit meiner Mütze da oben. Also gehen wir mal rückwärts vorbei. Doch ich streife, wenn ich ganz nah vorbeigehe. Aber ohne habe ich keine Probleme. Zumindest fast. Aber das geht. Technisch abgenommen. TÜV-Zertifikat bestanden. Ja. Ich glaube, da können wir ein paar Tomaten pflanzen. 1, 2, 3. Also 5 Tomaten pflanzen, schöne. Kann man da mindestens ziehen. Ja, genau. Gut. Dann mache ich jetzt die Rille. Und ja, das war es jetzt erst einmal. Nein, das war es nicht erst einmal. Ich will ja noch malern. Ich hoffe, dass das Wetter durchhält, dass es wieder nicht regnet. Dass das Holz halbwegs trocken bleibt. Und dann kriegt es morgen auf alle Fälle einen Schnellanstrich. Die Zeit muss morgen sein. Definitiv. Leute, wir sehen uns morgen. Könnte dann ein kürzeres Video sein. So einmal Hallo und fertig gestrichen. Tschüss. Ja, man wird sehen. Vielleicht habe ich auch noch was zum Labern dann. Ich sage mal, Tschaikowski, bis morgen. Wir sehen uns.